Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen im Karrieremodus, sind jetzt in der Qualifying School für, ja, die Profitour. Das wird zwar dann erst die Korn Ferry Tour sein, aber wir müssen ja uns langsam hocharbeiten, sorry, denn wir sind ja, wenn wir aufs Leaderboard schauen, zack, immer noch, interessanterweise steht gar kein A mehr da für Amateur. Interessant, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber nichtsdestoweniger, so richtig als Profi fühle ich mich noch gar nicht. Wir sind noch nicht richtig auf der Tour. Wir sind auf der Q-School, der Qualifying School. Und da müssen wir eine entsprechende Platzierung erreichen. Und am besten wäre natürlich der erste. Denn dann würde es nochmal richtig schön auch mal als Bonus-Specs geben, die wir dann für unsere, also ich hoffe es zumindest, die wir dann für unsere, ja, für unseren Skill, für unsere Schläger einsetzen können. Wir sind an der 10, haben ordentlich gepunktet und ordentlich gespielt auf den ersten 9 Löchern. Ich zeige es nochmal, am Schluss sogar noch ein Birdie gespielt an der 9. Das heißt 3 unter für den Tag und die Kollegen schwächeln ein bisschen. So, deswegen führen wir auch, glaube ich, im Moment mit 5 Schlägen Vorsprung. Für uns bedeutet das im Moment der Moving Day. Ja, der hilft uns richtig, eine gute Ausgangsposition zu erreichen für den 4. Spieltag. Wir brauchen jetzt für den Schlag ins Grün eine gute Ausgangsposition. Und hier sehen wir, dass wir Wind haben, der uns rüber drückt. Die Frage ist, kommen wir hier sauber rein in diese Lücke? Und wir werden es einfach mal versuchen. Noch ein bisschen links rüber. Okay. Ja, ein kleines bisschen Kurve. Und dann hoffen wir, dass der Wind uns hier hilft. So, ich wünsche uns wie immer vor dem Abschlag ein schönes Spiel. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here, and this another fine tee shot. Ja, interessant war allerdings schon, dass er ein bisschen nach links gesprungen ist. This is second. He's looking at 121 yards. We'll get you to the front of the green, but it's 132 if you're going to go for the flag. Pin tucked in the front left-hand portion of the green today. Was ist jetzt so eine Sache hier? Ja, 18 Fuß oben und der Wind extrem, extrem von links. Das macht ihn eigentlich immer etwas kürzer. Aber ich will definitiv hier oben zum Liegen kommen. Und es ist wie immer, wenn es halt dann nicht passt, dann müssen wir auf jeden Fall das Pärchen spielen. Das Problem ist, so ein bisschen hier ist so eine Aussparung, das sieht man auch. Und das ist halt schon wieder hier so ein kleines Plateau, wo die Fahne drin steckt. Okay. Ja, ich bin der Meinung, wir müssen den auf jeden Fall ein bisschen tiefer spielen, damit er hier zum Liegen kommt, beziehungsweise da oben hinkommt. 18 Fuß, erhöhtes Grün. Na, zieh. Okay. Länge war gut, aber er ist viel zu weit nach rechts. Good shot. Safely on the green and a birdie chance. Okay, das werden wir gleich sehen. Nein, naja. 18 feet from the bottom of the cup. Naja, Birdie-Chance ist das jetzt. Das wird spannend. Wieder einmal. Okay. Ein bisschen geht's nach unten. Naja, natürlich auch gerade am letzten Stück hier. Das ist ganz schlecht. Naja, gut, also das ist schon eine Wahnsinns-Break. Auf 16 Feet. Auf 16 Feet. Der müsste sofort wieder nach links gehen, habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Wir gehen ein bisschen kürzer, damit er nicht so weit drüber hinausrollt. Tough start to the backside, Frank. Yeah, it doesn't bode well too. You start losing confidence with the putter early on. So,
Jetzt heißt es wieder aufgepasst. Wir wollen keinen Schlag verlieren. So, es geht doch bergauf, ja. Dachte ich mir, es geht bergauf, muss bergauf gehen. Insane. Where's the turn? It didn't move nearly as much as he anticipated. Ja, und da sind wir genau bei dem Punkt, was auch schon in die Kommentare geschrieben wurde, dass jetzt seit dem Update natürlich auch gerade diese Effekte des ausgelippten Balles. Ja, da habe ich dann zu viel Speed drauf gehabt. Das war dann zu viel. Oh, und der ist auch so ein bisschen nach links weg. And fortunately, the lead still a comfortable one. The full four shots. Ja, okay. Also die anderen haben jetzt nicht nachgelegt, aber wir haben jetzt einen Schlag verloren. Water pops up here at Bay Hill. This at the par 411th. It's 438 yards. You want to sort of take this one around that lake on the left. But keep in mind, if you're too far right, then those fairway bunkers could become a problem. Ja. Nochmal ganz kurzer Nachtrag zu den Putts. Das war jetzt ein Dreiputt. Wir waren eigentlich gut auf dem Grün. Und der erste Putt war eigentlich ein guter Putt, der nur ein bisschen drüber hinausgelaufen ist. Aber wir haben uns dann echt mit dem zweiten Putt bös verschätzt. Naja, okay. Und wie gesagt, also diese jetzt ausgelippten Bälle oder diese, ja, die über die Kante drüber laufen und nicht fallen. Man muss jetzt natürlich auch sagen, dass wir jetzt auch schon, glaube ich, auf dieser Runde zweimal so einen Ball hatten, der eben dann reingefallen ist. Und insofern muss man sich da nicht beklagen. Also es ist einfach so, das gehört halt auch ein bisschen dazu zum Spielglück. Und es gibt, wie immer so schön, wie man sagt, eine ausgleichende Gerechtigkeit. Und wenn wir mal Glück hatten, wo er gefallen ist, dann haben wir halt jetzt mal ein bisschen Pech gehabt, dass er halt ein bisschen zu schnell war. Okay, dafür hatten wir ja einen super Putt an der 10, an der 9. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf einen guten Drive, weil wir haben ziemlich Wind von der linken Seite. Und wir müssen hier an dem Par 4 natürlich schon gucken, dass wir einigermaßen vernünftig rankommen. Ah, das gefällt mir wieder nicht. Wir werden hier ein bisschen dagegen arbeiten. Es darf nur nicht zu viel sein. Okay, der fliegt ziemlich gerade. Ja, das passt. Denn was wir auf gar keinen Fall wollen, sind Strafschläge für Wasserbälle oder ähnliches. Das wollen wir gar nicht. Now note his second from the fairway. 158 yards left to the hole. Wind definitely hurting in his face. Der Wind kommt und ja, der wird den Ball kürzer machen. 7 Fuß, 6. Ja, okay. Ja, sollte halt auf jeden Fall auch hier runterkommen. Eisen 8. Eisen 8. Im Prinzip drückt er den ins Grün rein. Aber dann sollte er auch auf keinen Fall natürlich da runterrollen. Okay, Freund. Dann wollen wir den ein kleines bisschen höher anspielen. Oh, das könnte genau passen. No, that's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for Birdie. Ja, war es jetzt? Eine gute oder eine Outside-Chance? So, es geht wieder deutlich nach oben. Ja, am Anfang tut sich nichts und dann bricht er ziemlich. Okay. 25, die Fahne war okay. Ja, ist natürlich alles auch immer so ein bisschen eine Gefühlssache. Wie sehr wird er jetzt auf diese Länge hin brechen? Am Anfang ist es wenig und je langsamer er wird, desto mehr ist auch da vorne das Break und desto mehr wird er runterrollen. So, und wir müssen irgendwie auch noch den Berg hochkommen. Okay. Ah, das war jetzt ein bisschen arg schwach. Das war ein bisschen arg schwach. Yeah, maybe a little defensive there. As that'll come up short.
Gut. So. So that rushed in for par here at 11. And he'll remain four clear of the field. So, wir haben einen Schlag verloren, aber deswegen haben wir noch immer eine gute, gute Führung. So important. What's the 12th flight? 570-odd yards. Tee it high, let it fly. Frank, 574-yard par 5. Scoring opportunity here. The breeze behind, once again, a reachable par 5. The hardest thing about this hole really is the green. It's raised up a little bit, slopes off on either side. Sodele. Ein paar 5 und ihr wisst ja, wie ich diese meistens spiele. Eher defensiv. Ja, okay, der Wind. Bin jetzt gerade im Überlegen, ob wir hier mit dem 5er, mit dem Holz 3, aber wir haben eigentlich auch Gegenwind. Okay, also nicht, dass er uns da in den Bunker rollt, weil das wäre nicht ganz so. Aber auf der anderen Seite dürfte das nicht passieren. Okay, wir versuchen es so. Oh, der zieht nach links rüber. Das ist gar nicht so gut. Aber der wird auch vermutlich nicht rollen. Okay. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Ja, manchmal ist es auch von Vorteil. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Wenn man nicht ganz so lang ist. Die Frage ist jetzt, sollen wir hier das Holz spielen? Oder sollen wir das Hybrid spielen? Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, okay. Da haben wir nicht so viel Luft. Eigentlich müssten wir mehr so spielen. Okay. Ja, doch ein bisschen. Ja, der wird nicht bis zum Bunker rollen, glaube ich nicht. Also insofern passt es erstmal alles. Well, just a good solid shot right there with that 3-wood, Frank. It's an aggressive layup, really. Trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. Ach, der will einen Pitch spielen. Der will einen Pitch spielen. 48. 42. Hinten kann er ja ein bisschen ausrollen. Also wir hoffen mal, dass er nicht im Bunker landet. Wir hoffen mal, dass er nicht im Bunker landet. Okay, und jetzt rollt er ein bisschen. Okay. So weit, so gut. 8 feet now for birdie. Also, das ist jetzt wirklich eine Birdie-Chance. Wir haben nur ein bisschen Break. Es geht ein kleines bisschen nach oben. Das heißt, wir können ein bisschen mehr Gas geben. Linke Lochkante. So, und das, wenn er nicht wieder auslippt. Naja, okay, wenn wir wieder zu schnell sind, dann lippt er aus. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. And he's in the double figures now at 10 under par. So, da haben wir unser Bogey wieder ausgeglichen. 13th now. This is a hole, Frank, that requires some smart club selection. What are the options here? Yeah, very sneaky par 4. That bunker on the right is 250 yards or so off the tee. So you've either got a choice to play short of that or sneak it down the end, which is about 300 yards. But if you try and be bold here and miss the fairway, that second shot is evil. Ja, das heißt auch hier wieder den Ball sauber platzieren, damit wir dann tatsächlich mit dem zweiten auch schön dann hier aufs Grün kommen. Die Frage ist halt immer, sind wir mit dem Driver nicht zu lang? 275 Yards, ich glaube die ersten beiden Male haben wir immer mit dem Holz geschlagen. Jetzt habe ich nicht gesehen, die Fahne steckt links. Okay, da haben wir nicht viel Platz.
Da vorne ist ein kleiner Raffstreifen. Okay, es geht ein bisschen bergab. Wir könnten es mal versuchen mit einem etwas hoch angespielten Ball und versuchen es mal mit einem Drive. Okay. Ach, der fliegt nach links Richtung Bunker. Nee. Ups, ups, ups. Er wird ja hoffentlich da vorne im Raffstreifen liegen bleiben. Okay, das war jetzt leider ein Meter zu viel. Not in the fairway, but not a real problem here at the 13th, getting set to play his second shot. So, wir haben jetzt natürlich ein bisschen weniger, also wir werden etwas Länge verlieren, aber wir haben eigentlich hier jede Menge Platz. Deswegen machen wir auch hier ein bisschen nach hinten. Er wird definitiv keinen Spin haben, na definitiv nicht, aber er wird wenig Spin haben, weil wir eben im Rough liegen. Aber wir wollen im Endeffekt auch nur aufs Grün kommen. Oh ja, genau das meinte ich. Der hat definitiv keinen Spin. Oh, das war ja ein Pitch, oder? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war natürlich ein Pitch, viel zu lang. Klar, der ist auch nicht hochgeflogen, der war flach. Das war jetzt wieder mal dumm. Nicht aufgepasst. Da hat mir auch der Caddy nicht einen Stupser gegeben und gesagt, du, falscher Probeschwung. So, wir haben den Pitch. Er will nochmal pitchen. Ja. Okay. 12. 7. Okay. Ah, oh, das wäre wenigstens ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Schade, schade, schade. Das wäre es gewesen. So das Birdie zu spielen. Naja, okay, jetzt schauen wir, dass wir uns konzentrieren auf das Paar. Das sollte kein Problem sein. Wir haben hier fast, wir haben gar keinen Break. So gut wie nischt. So, geht's den Berg hoch? Nee, eigentlich auch nicht. Level. Also, das müsste doch eigentlich ein einfach zu machender Putt sein. So, ein bisschen über links. Gut. Well judged, that is in for par here at 13. And he's going to remain at 10 under. So, vier Schläge Vorsprung. Wallace ist jetzt unser direkter Verfolger. One good clean strike and here's a good case in point, 216 yards all you want. Yeah, bunker at the back, bunker to the left side, a little collection area to the right. So really in the end, you've got one choice. That's at your best. So, ihr wisst es ja, wir tun uns immer ein bisschen schwer mit diesen 224 Yard Par 3. Das sind über, sind also fast 200 Meter. Sind 200 Meter. Und das Ganze ist auch noch erhöht. Okay. Eisen 4. Das Problem, was wir eben haben, ist immer das gleiche. Wir müssen den auch auf diesem Grün zum Liegen bringen. Der Wind drückt ihn uns von der Seite rein. Er drückt ihn uns von der Seite rein. So, das heißt, wir werden hier noch ein bisschen mehr rechts spielen. Okay. Ein bisschen mehr Draw, ein bisschen hoch. In der Hoffnung, dass er tatsächlich dann doch zum Liegen kommt. Okay, die Kurve ist schon mal nicht verkehrt. Aber kommt er auch zum Liegen? Ah, der wird in den Bunker rollen. Okay. And that will be too much club. It's into one of those two bunkers over the back of this 14th green. Ja, ja, too much club, sagt er jetzt, der Witzbold. Okay, pick hier. Zack, da. Achso, wir sind ja... Okay.
Okay, safely on the putting surface out of the sand. Would have maybe liked to run that up a little further, but that's not the worst shot in the world. So, jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir ein Sandy-Paar hinkriegen. Ein Sandy-Paar, das heißt eben aus dem Bunker und dann noch das Paar gespielt. Okay, es geht ein bisschen bergab. Also müssen wir dem eigentlich kein Gas mehr geben. Okay, wenn wir linke Lochkante, dann müsste er doch eigentlich... Also er wird ja auf jeden Fall breaken. Bisschen kürzer, dann breakt er etwas mehr. Sehr schön. So, immer noch vier Schläge Vorsprung. We're here at the 15th now and a big dog leg right on this one. Frank, what's the best route to take to shoot the low number? You've got to look at that run out down the left side, which is about 320 yards. If you can stay short of that, then that gives you a perfect shot into this green. Und wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, deswegen schauen wir auch mal kurz rein, sind die Kollegen schon im Clubhaus. 68, 67, minus 4. Okay, der hat minus 1, der andere plus 1. Die sind alle schon, die gut drauf waren, sind alle schon im Clubhaus. Das heißt, näher kommt jetzt höchstwahrscheinlich keiner mehr ran. Die sind 16, 14, 16, die sind auch schon fast alle im Clubhaus. Ich glaube, wir sind der letzte Flight gewesen. So, ja natürlich, klar, als Führender müssten wir der letzte Flight sein. Ach, das war die Geschichte. Und jetzt haben wir Rückenwind. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen müssen wir hier definitiv in der Kurve spielen, damit er hier reingeht. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass wir hier nicht die Fahne sehen. Okay, mit Rückenwind. Dann, zack, definitiv faden, mein Kollege. Ja, startet mir ein bisschen zu weit links. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht eher so aus, als würde er unter die Bäume rollen. Oder... Ja, gerade noch einen First Cut. Well, that's a great T-shot. I know it doesn't count as a fairway hit, but when you're that far down there, the first cut is absolutely fine. Second shot now from just a foot or two off the fairway. Ja, jetzt wäre es natürlich besser, wenn die Fahne hinten stecken würde. Wie ist es bergab? Zwei Fuß bergab? Okay. Eisen 7. Wir haben eigentlich Wind, der den Ball treibt. Ja gut, also in der Situation wäre es jetzt wieder eigentlich vernünftig zu sagen, wir gehen eigentlich auf Mitte grün. Er wird so gut wie keinen Spin haben. Und der Wind drückt ihn mit. Dann werde ich ihn etwas höher anspielen und noch ein bisschen rüber, weil er im Zweifel, wenn er im Bunker liegen bleibt, wenn er zu kurz ist, dann sind wir eigentlich aus dem Bunker nicht schlecht. Ja, fällt runter und bleibt die... Ja, okay, 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 okay. Ja, gut, 35 feet. You'd like to be a little closer, but still inside 40 feet, just gonna have to be careful with the lag putting. Ja, etwas mehr als 10 Meter. Bonus if it went in, more than likely just trying to get this one close. So, dann müssen wir wieder gucken, dass wir bis zum Loch kommen. Da vorne geht's gleich hoch und dann drückt uns das alles nach links. Ja, in dem Fall auch erstmal schauen, dass wir hier nicht zu weit rauskommen. Mhm. Ah, doch ein bisschen mehr. Wow.
So, jetzt bremst er. Aber er rollt, er rollt, er rollt. Und bleibt schön neben dem Loch liegen. Ja, wäre etwas langsamer gewesen, wäre auf die Linie gekommen, aber dann wäre nicht bis zum Loch gekommen. Und etwas schneller, dann wäre er natürlich übers Loch hinaus und wäre überhaupt nicht dort liegen geblieben. Nee, das passt schon, war okay. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll remain right where he is. Ja. Also wie gesagt, wir haben 5 Schläge Vorsprung, 4 Schläge Vorsprung. Und die können nicht näher herankommen. Stretch allows a player to make some things happen. You can make up some ground, par 5, 16th. How realistic is birdie or even eagle? Well, this is where it all starts, and you're right on the money here, Rich. Good tee shot, you can be looking at 3 or 4. Bad tee shot, 6 or 7, and the round goes horribly wrong, because you've got 17 and 18 to come. Ja, ganz, ganz spannende Bahn, aber auf der anderen Seite, der Stock steckt hinten. Wenn wir es tatsächlich schaffen, mit dem zweiten aufs Grün zu kommen, ein paar 5, das haben wir auch schon geschafft. Und eigentlich sollte uns hier der Wind helfen, dass wir Meter machen können, dass wir Meter machen können. Wir müssen nur das Fairway treffen und ein kleines bisschen flacher spielen, damit er auch mehr rollt. Ja, geht ein bisschen nach links. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. 271 Yards. Schaffen wir die 300 noch? Ja. 306. Und wir haben das Hybrid in der Hand und haben Rückenwind. Und im Prinzip brauchen wir das gar nicht, sondern wir müssten nur gucken, dass wir mit einem leichten Draw hier reinkommen. Und wir haben Rückenwind, weil wie gesagt, die Sache ist eigentlich, dass der zum Liegen kommt. Eisen 5 würde mir eigentlich auch völlig, glaube ich, reichen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Okay, da vorne haben wir eigentlich viel Platz und da müsste er eigentlich nicht runterrollen. Okay, wir werden ihn ein bisschen... Naja gut, ein bisschen müssen wir auch mal was riskieren, ne? So. Oh ja, okay, okay. Die Frage ist, bleibt er liegen auf dem Grün? Bleibt er auf dem Grün liegen? Okay. Really hit that second shot on the button to this par 5, but Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. So, 13. Wir gehen auf 9. Ja, ein bisschen geht's runter. Dann gehen wir mal auf 8. Und das Ganze bricht ein bisschen nach links. So, und jetzt passen wir wieder auf. Es ist ein Pitch. Okay, und bleib liegen. So, das ist okay. Shouldn't be much in this for birdie. Yep, es geht ein bisschen bergauf. Das ist uns immer recht, wenn es bergauf geht. So, linke Lochkante, das müsste doch passen, weil viel Break haben wir nicht. Nur halt wieder nicht zu schnell. So. Ah, that a pure roll there. That is down for a birdie here at 16. And he'll move to 11 under par. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 21-yard par 3, 17. A beach bunker front of the green. Bunkers left and long. And water wrapping around to the right. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Par 3. Ganz, ganz schwierig. Ja gut, er bietet uns jetzt schon ein Eisen 4 an. Wir haben Gegenwind. Gegenwind ist eigentlich nicht verkehrt. Wenn wir eben hinkommen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, da vorne haben wir eigentlich genügend Platz. Im Zweifel landet der in der False Front, beziehungsweise vor dem Grün.
Aber das Eisen 4 ist eigentlich das, der Schläger der Wahl. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Der Wind. Das waren. Okay, 2,7, 2,13. Aber es geht ein bisschen runter. Dafür spielen wir den auch etwas höher. Lass mir mal kurz gucken. So, ja. Weil Eisen 4 ist natürlich wieder die Sache. Wie bringen wir den zum Liegen? Ja, der geht schon wieder über die Fahne rüber, oder? Oh, fällt aber gut runter. Sehr schön. Denn das ist well struck, but it came in a little too hot and that one's going to run out and leave him a much longer birdie putt than he would have hoped for. Well, look, ja, okay. Here for birdie at 17. Yeah, and over a putt like this, you really got to trust the fact you've banked the practice, you trust the process and certainly trust the line. So, wir gucken nochmal. Ja, also es ist im Prinzip geht es der Summe ein bisschen bergab. Okay, schauen wir uns das Ganze hier vorne nochmal an. Das heißt, wir gehen mit Mittelloch. Denn nochmal im Zweifel bloß keinen Schlag mehr verlieren. Wir haben 5 Schläge Vorsprung im Moment und wir schauen, dass wir das die Chance auf jeden Fall nutzen, beziehungsweise uns die Chance geben. Ob wir sie nutzen, ist ein anderes Thema, aber wir wollen auf keinen Fall einen Schlag verlieren. Das heißt, dass er nicht so weit übers Loch hinausrollen darf. Am Anfang wird er ein bisschen nach rechts breaken. Ja, zwischendrin tut er gar nichts, dann tut er wieder und dann geht es dann wieder nach links. Okay. Wir versuchen es so. Und schauen, was passiert. Ah. Und dann rollt er doch ziemlich aus. Eieieiei. 8-Foot-Putt hier. Da hatte ich doch tatsächlich lange, lange, lange ein gutes Gefühl. Und jetzt geht es doch ziemlich hier berghoch. Okay. Linke Lochkante. Yeah, that's good putt. It is in for par here at 17. He's going to maintain that substantial lead. Frank, the scene of so much drama through the years, the 18th here at Bay Hill. What's the key? The fairway is rather generous, but once again it pinches in around 320, 330 yards. You've got to be cognizant of that. And of course that green shapes to the right, so good tee shot makes that second shot a little bit easier. So, wir haben ja schon gelernt, dass wir ja mit unserem Tee shot, mit unserem Abschlag eigentlich nicht bis zum Wasser kommen. Jetzt haben wir sogar noch Gegenwind, aber die Fahne steckt relativ gut, sage ich mal. Das wird sich mit Sicherheit in der Final Round am 4. Spieltag anders darstellen. So, im Prinzip können wir den jetzt eigentlich mal hier in die Richtung und ich glaube, da geht's dann, ja, das geht dann so ein bisschen links runter. Also der dürfte auf gar keinen Fall Richtung Wasser gehen. Ja, wir gehen noch ein bisschen links. Oh, der zieht aber rechts rüber. Das war nicht gut. Ja, bleibt hier auch im First Cut liegen. Das ist natürlich nicht so gut. Ach du Schande. 196. Wir werden natürlich nicht auf die Fahne gehen. Das macht keinen Sinn. Das Ganze geht sowieso nach rechts. Das heißt, wir werden versuchen, den zu faden. Die Frage ist nur mit dem Eisen 5. Ein bisschen weniger. Und wie viel? Er wird ja auch ein bisschen was verlieren. Also dann lieber im Bunker als irgendwo hier an den Steinen. Ne? Also wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Eisen 6. Komme ich mit Eisen 6 drauf? Aber gut, im Zweifel. Ja. Ach, wir haben auch noch Gegenwind. Okay, Eisen 5. Ja. Also im First Cut wird er eigentlich auch den Shape nicht so sehr annehmen. So.
So, wir werden es trotzdem so versuchen. Okay. 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 Das war nicht verkehrt. What a nice shot. Right on the green and a pretty easy putt on the way. Great way to finish off the final approach shot with a birdie opportunity. Naja, 9 Fuß. Es geht etwas bergab. Naja, klar, da rennt uns sonst noch mal schauen. Ja, nicht viel, nicht viel. Aber trotzdem werden wir den hier kurz halten. So. Oh, da hinten wechselt gerade die Anzeige. Welcome to EA Sports, danke. Played at Bay Hill. Arnold Palmer Invitational. Hm. Okay. Ja, ist schwierig, ist echt schwierig. Es geht bergab. Das heißt, eigentlich nimmt er den Break sofort an. Und wir wollen ja nicht, dass er zu viel drüber hinausrollt. Ah, das war zu wenig. Das war zu wenig. Zu feige. Zu vorsichtig. Aber wir wollten ja auch keinen Schlag verlieren. Und das wird jetzt hier auch nicht passieren. Denn den kriegen wir auf jeden Fall unter. Und haben hier nochmal ein Pärchen gespielt. So what a tournament it has been to this point for our featured golfer. They've opened up a commanding lead here after 54 holes. Just a good fit for the golf course, Rich. Long enough, straight enough, and making the odd putt here and there, and it just adds up to a commanding lead. So yeah. That'll do it for my partner here in the tower, Frank Nabilo. For Nota Begay, Iona Steven, and all our crew, Rich Lerner saying, we'll see you next time on EA Sports PGA Tour. Jo, und wir werden uns auch demnächst wieder sehen, wenn es dann in die finale Runde geht, in die vierte. Und wir werden dort mit 5 Schlägen Vorsprung reingehen. Und im Moment haben wir das ganz, ganz gut drauf. Wenn wir einfach ein bisschen vielleicht mutiger putten würden, aber wir haben uns ja auch schon mal ein bisschen bestraft. Ich erinnere nochmal an unser Bogey, das wir hier an der 10 gespielt haben. Da waren wir, glaube ich, etwas zu flott unterwegs. Nee, gar nicht, das stimmt gar nicht. Da hatten wir eigentlich einen guten ersten Putt, aber der zweite Putt, der war etwas zu flott, dass er uns ausgelippt ist. Und das passiert jetzt eben auch häufiger, was auch schon hier die ersten Kommentare bestätigt haben. Die Erfahrung, dass nach dem Update 3.0 hier jetzt dann doch es häufiger vorkommt, dass Bälle auslippen oder eben über den Becherrand sozusagen hinausrollen. So, Freunde, wir haben eine sehr, sehr schöne Runde eigentlich gespielt. Das dritte Mal in den 60ern mit 4 unter. 5 Birdies waren dabei und das Birdie an der 9 hat mich gefreut, aber eben auch andere Schläge waren hervorragend und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin der Meinung, an der 18 haben wir doch einen ordentlichen Schlag ins Grün gespielt, sodass wir wirklich auch die Chance noch hatten auf ein Birdie. Aber dafür auch dann ein Safe-Pärchen gespielt. Und auch das ist ja nicht verkehrt. So, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch für eure Kommentare, eure Däumchen. Und wenn ihr neu bei mir seid und es euch gefällt und ihr mehr wissen wollt zum Thema Golf als Spiel oder auch in echt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, damit ihr auch zukünftig jedes neue Video zu sehen bekommt und rechtzeitig benachrichtigt werden. Ich bedanke recht herzlichen Dank wie immer. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß hattet. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hier auf dieser Runde, auch wenn das ein oder andere knifflig war und es ein bisschen stressig, gebe ich zu. Aber wir sehen uns dann zur vierten Runde und bis dahin sage ich wie immer, ja, wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel. Bis bald.